Heute zeige ich euch eine Pflanze aus meiner Wohnung heraus, da ich sie am Straßenrand gefunden habe oder beziehungsweise in der Nähe der Straße. Und der Verkehrslärm wäre doch etwas laut gewesen. Und ja, deshalb habe ich sie mitgenommen. Es geht um das Tellerkraut. Hier mal wieder die Ansicht der gesamten Pflanze. Ja, wo fange ich an? Erstmal die gesamte Pflanze ist essbar, alles, auch die Wurzeln. Es ist zwar nicht viel, und die sind auch noch sehr schmutzig, also ich würde sie, wenn ihr die Wurzeln esst, auf jeden Fall sehr gut abwaschen und vielleicht sogar abkochen, dass sie weicher werden. Ich werde sie gleich mal richtig waschen. Ich habe die Wurzeln noch nie gegessen, ich werde das mal probieren. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Rest der Pflanze. Ich reiße mal ein Stück ab, ein Blatt, ein Stängel. Ja, die Blätter sind alle lang gestielt. Der Stängel ist glatt und rund. Und das Interessante an dieser Pflanze, was sie eigentlich unverwechselbar macht, ist das obere Blatt. Und Tellerkraut, ich denke, der Name kommt daher, da das aussieht, als würde die Blüte auf einem Teller serviert werden. Ja, das Blatt ist ziemlich fleischig, hat einen runden Rand. Ja, die Blüte kann entweder ziemlich weit abstehen oder ich suche mal eine andere. Hier, da ist vielleicht genau. Hier, da ist kein Stängel vorhanden, zumindest sehr klein, so dass man ihn gar nicht sehen kann oder kaum. Ja, die Blüten sind weiß und haben 5 Blütenblätter. Ja, was die anderen Blätter angeht, ich finde, da kann man schlecht was zur Form sagen. Ich reiße jetzt mal ein paar ab und dann seht ihr mal, wie unterschiedlich die sind. Vielleicht dieses hier und oh, ich glaube, ich habe drei verschiedene gesehen, verschiedenformig. Ja, ich denke mal. Gut, wobei das linke und das rechte wohl ziemlich ähnlich sind. Aber dann gibt es auch noch solche Blätter. Also schon Unterschied. Aber eigentlich ist die Pflanze mit keiner anderen verwechselbar. Und schmeckt wirklich sehr gut. Schon alleine als Salat könnte man sie verwenden. Auch wenn sie in der Nähe der Straße gewachsen ist, nicht direkt an der Straße. Und ich habe sie abgewaschen. Ich finde sie sehr gut als Salat. Obwohl ich sie besser in Erinnerung habe vom Geschmack her. Ja, und jetzt werde ich mal die Wurzeln richtig waschen und die dann mal probieren. Ja, ich denke, sie ist ganz sauber geworden. So gut es geht zumindest. Ich werde sie jetzt nicht kochen, das kleine Stück. Vielleicht schmeckt man auch kaum was bei so wenig. Also, schmeckt sehr nach Erde. Wahrscheinlich, vielleicht ist es nicht sauber genug. Oder man müsste erst abkochen. Naja, im Notfall würde ich diese Wurzel essen, aber so jetzt nicht. Wenn man es natürlich in größeren Mengen sammelt, könnte man das mal probieren mit dem Kochen der Wurzeln. Ich habe jetzt nur ein bisschen mitgenommen. Ich habe es auch leider nicht irgendwo gefunden, wo es mir besser gepasst hätte, mehr mitzunehmen, um wirklich mir da raus eine Mahlzeit zu machen. Das direkt oder in der Nähe des Straßenrandes ist jetzt nicht so verlockend. Ja, das war's zum Tellerkraut. Macht's gut.